Servus und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute wird's absolut international mit Batman The World. Außerdem wird's magisch dreckig und es wird auch super tödlich. Und dann wird's auch noch geheimnissvoll im Black Hammerverse vs. Justice League Crossover. Das und noch vieles mehr schauen wir uns heute an in der neuesten Ausgabe der Comic Stage hier im Comicladen. Mein Name ist Marc und ich freue mich tierisch, deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Das heutige Video wird gesponsert von Yedaro Models, von denen auch diese wunderschöne 75mm große Lucifer Reborn Miniatur stammt. Die Figur kam perfekt verpackt und wirklich großartig gesculptet bei mir an. Man muss sie natürlich selber zusammenkleben und auch bemalen. Das hat mir riesengroßen Spaß gemacht und ich finde, das Endergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen. Wer Bock auf solche coolen Fantasy-Miniaturen hat, der schaut am besten hier in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zur Yedaro Models Homepage, wo ihr eine riesige Auswahl an richtig, richtig tollen Figuren habt. Und schaut auch unbedingt auf Kickstarter vorbei, wo Yedaro immer wieder ziemlich coole neue Projekte launcht. Wir machen jetzt auch weiter mit einem Projekt, nämlich mit der Comic Stage. Und los geht's! Der erste Band, den wir heute auf der Comic Stage haben, ist Batman The World aus dem Hause Panini Comics Deutschland. Dabei handelt es sich um eine Anthologie, also sprich, es sind 14 verschiedene Geschichten von internationalen und immer verschiedenen Kreativteams. Hier sind also 14 Autoren mit ihrem jeweiligen Zeichner oder eben und oder Koloristin / Koloristin und die interpretieren immer in aller Regel auf nur einigen Seiten ihre Variante eben des Batman-Mythos. Das funktioniert mal besser und mal schlechter, wie das so typisch für solche Anthologien ist. Ich bin kein großer Fan von Anthologien, habe mir den Band aber deshalb geholt, weil hier auch eine Geschichte von Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummern drin ist, den Schöpfern des fünfteiligen Gung-Ho-Comics, den kriegt ihr hier bei CrossCult in Deutschland. Ich verlinke euch alle Comics hier unten in der Videobeschreibung. Jedenfalls ist das auch eine der Geschichten, die mir dann vor allem visuell sehr gut gefallen hat. Die erste Story ist die beste, ist halt Brian Azzarello und Lee Bermejo. Das ist einfach ein wahnsinniges Team mit krass guten Zeichnungen und immer auch so eine, ja, so ein bisschen geheimnisvollen Story, egal wie kurz sie ist, hat mir aber gefallen. Viele der anderen Stories werden dann oft in so einen sehr regionalen Zusammenhang gebracht. Das ist manchmal cool und manchmal nicht so, aber es war für mich fast schon zu erwarten, zum Beispiel, dass das brasilianische Team halt eben auch so ein bisschen auf die Missstände im eigenen Land hinweist, so indem man es halt mal Batman zeigt. Ein, zwei Stories sind aber richtig kreativ und ich sag mal, wer einfach Bock auf Batman hat und mal was anderes haben möchte, ja, mal ein paar coole andere Interpretationen, inklusive auch sehr lokaler Interpretationen von Batman, der ist hier ganz gut bedient. Trotzdem würde ich jetzt mal so wirklich nur ganz solides Mittelfeld geben, eine 4, das ist die Hälfte der Punkte, also 5 von 10 Comic-Punkten vergebe ich jetzt hier. Das ist aber wirklich nur, weil es unglaublich individuell ist. Wenn ihr diese kleinen Häppchen ganz gerne mögt, werdet ihr vielleicht noch glücklicher als ich mit diesem Band. Als nächstes wird es tödlich auf der Comic Stage, nämlich mit Deadly Class Nummer 8 aus dem Hause CrossCult. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Bände aus der Deadly Class Reihe erscheinen. Die ist von Rick Remender und handelt von einem Haufen Kids, die an einer Assassinenschule sind, also quasi Highschool auf Crack. Denn das Messer, das dir hier an den Rücken sticht, ist nicht metaphorisch, sondern real. Ja, also hier bringen sich die Kids zum Teil gegenseitig um, obwohl es irgendwie verboten ist im Rahmen der Schule und manchmal aber auch gewollt. Es ist complicated. Jedenfalls ist es in Band 8 nun so, dass Marcus und Maria und einige andere zurück auf diese King Dominion School of the Deadly Arts gehen und weil sie quasi bis hierhin überlebt haben, mehr sage ich jetzt mal nicht, ohne zu spoilern, sind sie praktisch Superstars jetzt. Also sie sind Superstars, super beliebt und auch Anwärter so darauf, diese Schule so mit Summa Cum Laude, also mit viel Blut an den Händen auch zu beenden und erfolgreich zu absolvieren. Dabei ist dieser Band allerdings vom Einstieg her ein bisschen zäh, muss ich sagen, denn es beginnt mit so einer relativ langen Traum-/Visionssequenz, die trotzdem leidlich textlastig ist. Da man aber von vornherein weiß, dass das nirgendwo hinführt, weil halt der Protagonist irgendwann wieder aufwacht, fand ich das so sehr vorhersehbar und einfach auch zäh, muss ich sagen. Musste ich mich durchackern. Danach nimmt der Band dann Fahrt auf. Aber bis dann so richtig irgendwie dieses Feeling und Tempo wieder erreicht ist aus den vorherigen Bänden, ist der Band dann auch zu Ende. Und das ist dann so ein bisschen ernüchternd, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es der schwächste Band der Reihe ist. Oder warte,
Doch, 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 genau das will ich sagen. Es ist definitiv der schwächste Band der Reihe bisher. Das ist nicht schlimm, es ist trotzdem noch ein guter Band. Aber ich würde mal sagen, mit 6,5 von 10 Punkten sind wir hier eigentlich ganz gut bedient. Und ich hoffe dann, dass Band 9 bald kommt und auch viel besser wieder wird. Oder zumindest etwas besser. Der gesamten Serie würde ich locker eine 8 bis 8,5 von 10 attestieren. Der Band ist ein bisschen aus der Reihe getanzt, ist aber nicht schlimm. Trotzdem eine sehr starke Serie. Wer die Magie im Alltag verloren glaubt, der guckt vielleicht nur an der falschen Stelle. Am besten guckt ihr nämlich nach unten, wo es ganz klein wird, denn da treiben sich die verstoßenen Feenvölker herum. Das bekommen wir vor allem in Simon Spurriers kleiner Mini-Urban-Fantasy-Saga Disenchanted zu sehen. Die erscheint im Dantes Verlag. Gruß geht raus an den Josh, eine total korrekte Socke, unterstützt seinen Verlag und schaut gerne vorbei. Und mit Disenchanted habt ihr auch gleich einen richtig guten Grund dafür. Hier geht's um eine Familie von Elfen sozusagen. Die sind aber hier wirklich halt so ganz kleine Wesen, ohne Flügel zum Großteil. Es gibt aber auch alles andere. Es gibt Kobolds und Goblins und Leprechauns und hast du nicht gesehen. Aber die leben so ein bisschen mehr wie in der modernen Welt. Also sie haben jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Strom und Internet und so, aber sie leben halt wie so, wie man in der Gosse halt so ein bisschen lebt. Nichts anderes ist das. Und diese Welt hier ist hart und dreckig. Also hier geht es um Mord, um Prostitution, um Gangs und gleichzeitig eben um eine Familie der Elfen, die da mittendrin steht, die auch zerrissen ist. Also der Vater ist ein übler Auftragskiller, der auch Bock auf seinen Job hat. Der macht das auch gerne. Und er hat eben seine zwei Söhne. Das sind dann wirklich so die Hauptprotagonisten der Reihe, wovon einer eben eher abdriftet, so in dem Bereich Drogen und Bandenwesen und so weiter, wohingegen der andere Sohn eher versucht, zusammen mit den Ältesten seines Volks auch, so diese elfischen Traditionen nochmal aufleben zu lassen und sich der Magie und dem Mystizismus zu verschreiben. Ja? Dieser natürlich sehr harte Kontrast spiegelt sich in Disenchanted 2 wieder und in beiden Fällen werden die Brüder in Sachen reingezogen, die auch zu groß für sie sind. Band 1 hat gute Grundarbeit geleistet, hat mir auch gefallen, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Band 2 ist aber wirklich klasse. Also Band 2 hat ein paar ganz tolle Wendungen, auch wenn es den einen oder anderen Charakter gibt aus Band 1, den ich jetzt, nicht vermisse, aber von dem ich gerne mehr erfahren hätte. Trotzdem muss ich sagen, war das hier ein ganz, ganz toller Band mit vielen tollen Wendungen und das ist so ein richtiges, fieses, kleines Werk, also beide Bände zusammen. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen klare Empfehlung von mir. Ich würde sagen, 8 von 10 Punkten können wir hier guten Gewissens geben. Guckt aber ruhig rein bei Dantes Verlag. Der hat noch ganz viele andere super ungewöhnliche Titel, von denen wir bestimmt noch den einen oder anderen hier präsentieren werden. Ja, als nächstes haben wir so eine Art Doppelfeature, weil das eine ohne das andere eigentlich nicht geht und das hat auch einen Einfluss auf die Finalwertung. Aber ich greife vor. Die Rede ist vom 4. Band von King in Black und dazu aber auch Venom 8. Ja, also diese beiden Bände braucht ihr im Grunde. Das steht auch in den jeweiligen Einleitungen dabei. Ihr müsst quasi ihr lest die ersten 4 Hefte, die hier drin sind. Also hier drin sind eben die originalen Hefte Venom 31 bis 34 und die Nummer 35, die aber eigentlich Nummer 200 ist. It's complicated. Erklären wir ein anderes Mal. Ja? Jedenfalls ist die auch vom Autor Donny Cates empfohlene Lesereihenfolge und ich habe das auch so gemacht, dass ihr hier diese Hefte 1 bis 34 lest, dann legt ihr den Venom-Band zur Seite, knallt euch komplett King in Black 4 rein und lest dann das finale Heft, das auch den größten Teil ausmacht. Also ich guck mal, ob ich den Anfang so auf die Husche finde, aber das ist schon, also wirklich irgendwie, jetzt nicht ganz, aber irgendwie so viel oder so ist das letzte Heft. Also ihr seht, ne, das ist so locker ein Drittel, macht nur dieses eine Heft aus, weil das eben XXL ist. Ja, und worum geht's? Also diejenigen von euch, die mit King in Black noch gar nichts zu tun hatten, die müssen eh zu Band 1 zurück. Einsteigen braucht ihr hier nicht, also das muss man schon am Stück lesen. Und da geht's um den Symbiontengott Knull. Also wir haben uns hier auf dem Kanal und mit Panini geeinigt, dass wir den Knull nennen, auch wenn der Null vermutlich heißt, ja. Aber Knull ist halt lustiger, macht auch mehr Spaß zu sagen. Knull, 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 Knull. Und eben jener Knull ist eben der Gott aller Symbionten, der Gott des Abgrunds und der Leere. Also wirklich eine krasse Nummer. Der hat früher so zum Vergnügen irgendwie Celestials getötet. Er ist uralt, so 15 Milliarden Jahre noch vor dem Urknall irgendwie. So alt wie Galactus, wobei Galactus aus einer anderen Realität kommt. Aber egal, also er ist super alt und super mächtig. Er ist auf die Erde gekommen. Er hat praktisch instant alle Superhelden, inklusive dem Sentry, entweder getötet oder versklavt.
Es gibt nur noch kleine Widerstandsnester, darunter natürlich Eddie Brock als Venom, der ist halt, wenn es um Symbionten geht, nun mal eine zentrale Figur, macht Sinn. Und um seinen Sohn Dylan geht es eben auch, der besondere Fähigkeiten hat, ich will das mal hier noch nicht spoilern. Und dann geht es eben um die ganzen anderen Superhelden, die hier so ihren Teil dazu tun. Spider-Man, selbstverständlich, die Fantastic Four, Wolverine auch, einige andere Symbionten. Und die alle kämpfen gegen ihn und da geht es jetzt eben hier zum großen Finale. Ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ich sag mal, wo es einen Gott der Dunkelheit gibt, gibt es auch einen Gott des Lichts. Und den haben wir auch im Marvel-Universum schon mehrfach getroffen. Aber diesen kleinen Mini-Twist will ich euch natürlich jetzt nicht irgendwie wegnehmen. Also guckt ihr mal hier rein. Aber es gibt eine eigentlich ganz befriedigende Auflösung der ganzen Geschichte, muss ich sagen, die das Event aber schon etwas jäh auch beenden. Also das ist generell mein Problem mit Donny Cates auch so ein bisschen. Donny Cates schreibt wirklich gut und ich hole mir auf jeden Fall den King in Black Omnibus, um ihn zu meinen anderen Helden zu stellen, wenn er dann rauskommt. Wird wahrscheinlich irgendwann in 2-3 Monaten announced werden, dann kaufen wir das Ding auch. Das ist alles schön und gut, aber irgendwie hat der gute Mann manchmal so eine Brian Michael Bendis-Schwäche, ja? Er kriegt, finde ich, die Geschichten nicht immer gut zu Ende so. Das ist nicht wie bei Jason Aaron, der das irgendwie echt geil zelebriert, wo du hinterher sagst, war nice, ne? Ich habe bei Cates immer das Gefühl, dass mir irgendwie was fehlt und so ging es mir auch mit King in Black. Es hat Spaß gemacht als Event, aber ich fand sozusagen die Folgen auf die Marvel-Welt, also zum Beispiel diese Knull hat all diese Superhelden unter seiner Kontrolle. Warum setzt er die eigentlich nie ein? Also warum hetzt er die eigentlich nicht auf seine verbliebenen Gegner sozusagen? Ja, der hätte da ganz schnell einen Prozess, klar, da hätten wir keinen geilen Comic und so, verstehe ich schon, aber der hätte da echt easy Prozess machen können mit denen, also kurz und knackig, aber macht er halt mal wieder nicht so, verpasste Chance. Naja, und was natürlich ein bisschen so mini bitter schmeckt, ist, dass man irgendwie beide Bände braucht. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt 4 von diesen King in Black Bänden kaufe, dann erwarte ich eigentlich, dass da die ganze Story drin ist und ich sonst gar nichts brauche. Ja, das, was ich hier erwarte. Es ist jetzt so, dass dieser Schluss von Venom, der hat auch so ein bisschen Epilog-Charakter irgendwie. Also ne, so, ich sag mal, von diesem Heft 200, also die deutsche Reihenfolge ist 35, aber die Originalreihenfolge ist Nummer 200. Es ist das gleiche Heft, aber hat halt eben diese 2 verschiedene Nummerierungen. Wie gesagt, it's complicated. Aber ich habe mal nur die erste Hälfte davon ist quasi noch storyrelevant. Der Rest ist dann so Epilog, der nicht unbedingt nötig ist und vermutlich auch nicht lange aufrechterhalten wird. Das ist so eine typische übermächtige Charakterlösung, von der ich einfach nicht glaube, dass das so beibehalten wird. Es passt auch nicht. Ich verrate nichts, es passt zu niemandem. Also von dem her, ich sag mal, dem King in Black Event als Gesamtes würde ich eine 7 von 10 geben. In der Form, wie Panini sie vorlegt, kann ich aber echt nur eine 6 von 10 geben. Mir hat das nicht gefallen. Also ein guter Band, dann 2 Bände nur mit Tie-Ins und dann jetzt Band 3 mit den restlichen Tie-Ins und dem Rest dann zum I don't know. Ich würde mir wünschen, dass auch Panini hier so eine Art Comprehensive Edition rausbringt, irgendeinen Omnibus oder so. Das wäre echt geil. Der Venom-Band selber hat mir aber schon Spaß gemacht. Also ich finde die ganze, das hat Cates eigentlich gut gemacht. So, das Ende ist auch so, naja, aber damit kann ich leben. Also den Band finde ich noch besser, dem gebe ich eine 7 von 10. Also, komm, heute hau mal einen raus, machen wir 7,5 von 10. Ist aber natürlich auch beides jetzt eben nicht sehr einsteigerfreundlich. Da müsst ihr schon ein bisschen was kennen zum Event, dann kommt ihr da besser durch. Also 6 von 10 und 7,5 von 10. Andersrum. 6 von 10 und 7,5 von 10 für King in Black 4 und Venom 8. Ja, haut mir in die Kommentare, wie ihr die Sache seht. Habt ihr es schon gelesen? Kauft ihr es euch? Eure Meinungen hier unten in die Kommentare. So, klein bisschen was haben wir noch. Unter anderem haben wir das von mir wirklich lange, lange und heftig herbeigesehnte Crossover zwischen dem Dark Horse Verlag und DC Comics, nämlich Black Hammer Justice League. So, da ist jetzt gezielt kein Versus drin. Die Frage wäre, ob ich das im Intro gesagt habe, dass da ein Versus drin ist. Und dann wird es auch noch geheimnisvoll im Black Hammerverse vs. Justice League Crossover. Naja, vermutlich habe ich es irgendwie jetzt gerade eben reingeschnitten und ihr wisst, ob ich es gesagt habe oder nicht. Ich sage euch jetzt, es gehört kein Versus rein, denn es ist kein Versus Crossover. Ganz kurz, Black Hammer, wer das noch nicht kennt, ist eine maximal empfehlenswerte Reihe von Jeff Lemire. Ist hier im Splitter Verlag erschienen. Nur dieses Crossover kommt bei Panini, weil das eben in den Staaten auch nicht von Dark Horse, sondern unter der Ägide von DC Comics rausgekommen ist und dementsprechend mit den jeweiligen Exklusivdeals hat dann eben hier in Deutschland auch Panini die Rechte daran bekommen und bringt das eben raus. Dankenswerterweise aber, und das finde ich sehr schön für uns Sammler, im gleichen Format wie die Splitterbände. Dann habe ich einmal hier den Vergleich
Vergleich quasi rausgeholt. Dann seht ihr also, das hier ist einer der alten Bände. Übrigens mein Lieblings-Spin-off aus der ganzen Reihe, das mit einem Ende, das wirklich zu Tränen rührt. Ihr seht also, gleiches Format, gleiche Größe, gleiche Dicke. Das finde ich sehr cool. Aber, und das ist was, wo ich echt Panini fragen muss, was sie sich dabei gedacht haben. Das werde ich wirklich auch den Steffen selber fragen. Der Buchrücken, die Schrift ist falsch rum. Also ich meine, nun könnte man der Fairness halber sagen, dass Splitter diejenigen sind, die das falsch rum machen. Ich weiß nicht. Die und Schreiber und Leser sind die einzigen, die das quasi, wenn man es so reinschreibt, eben nach vorne haben und nicht so rum, wie man es normal meiner Ansicht nach lesen würde. Okay? Aber ich finde es super schade, dass Panini sich daran nicht auch gehalten hat. Das eine Mal, das hätte ihm doch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, das noch so rum zu machen. Also das verstehe ich einfach nicht, warum das gemacht wurde. Wirklich, ja. Das ärgert mich auch, muss ich wirklich sagen. Es hast du die ganzen Bände und einer muss immer querschießen, oder? Das ist doch wie jetzt momentan mit dieser Koalitionsbildung. Immer einer dabei, den man eigentlich nicht mag. Naja, okay. Jedenfalls, worum geht's? Es geht also um dieses Crossover Black Hammer und Justice League. Einige Helden aus der Black Hammer Farm. Ihr müsst einfach die Bände lesen, ja? Tauschen den Platz mit einigen DC-Helden. Sprich, Batman, Wonder Woman und Superman kommen auf diese Farm. Das ist so eine Art Paralleldimension, in der einige Helden aus dem Black Hammer-Verse gestrandet sind, die dann eben dort mit sehr persönlichen Gefühlen konfrontiert sind. Das ist was diese Serie interessant macht. Und die einstmals auf der Farm gefangenen Black Hammer-Verse-Helden sind jetzt eben in Metropolis. So, und ist natürlich auch nicht ihre Heimatdimension. Es steckt auch jemand dahinter, der für diesen Dimensionstausch verantwortlich ist. Das erfahrt ihr dann im Laufe dieses Bandes natürlich, ja. Und das Problem ist sozusagen, also ne, die auf dieser geheimen Farm, also die DC-Helden, müssen erstmal raffen, was passiert ist. Und die Black Hammer-Helden so haben eine Ahnung, was passiert ist. Es ist ihnen aber sowieso egal, weil sie halt frei sind. So, und nun, um das wieder aufzuheben, das ist eben der große Clou an dieser Ausgabe. Das ist nicht so einfach. Und nicht alle Helden ziehen da auch dann immer am gleichen Strang. Da gibt es ein paar Konflikte und das macht diesen Band dann eigentlich ganz launig. Besonders hervorzuheben ist Golden Gale. Das ist ein ganz toller Charakter für diejenigen, die sie nicht kennen. Sie ist wie so eine Art umgekehrter Shazam. Sie ruft auch ein Wort, das so ähnlich ist. Safram, sagt sie halt. Und sie wird aber von einer erwachsenen Frau Mitte 50, die schon viel in ihrem Leben gesehen hat, zu einem kleinen Mädchen. Also genau andersrum als bei Shazam, ja, wo der kleine Billy Batson halt dann eben zu Shazam wird. Hier wird die erwachsene Frau Gale, wird dann eben zu dieser Superheldin in Kinderform Golden Gale. Und die kann dann eben auch fliegen, ist super stark, unverwundbar und so weiter, ne? Und es ist aber so, dass diese Golden Gale zum Beispiel, das ist eins dieser Probleme der originalen Black Hammer Saga, sie kann in dieser Farben-Parallelwelt sich nicht mehr zurückverwandeln. Also sie bleibt immer ein 12-jähriges Mädchen, aber sie hat die Wünsche und Bedürfnisse einer erwachsenen Frau. Sie will sich betrinken und Spaß haben und vielleicht auch mal einen Partner kennenlernen und so weiter. Und das kann sie aber als 12-Jährige so natürlich nicht, ja. Und diese Problematik wird ein bisschen mit in dieses DC-Universum rübergesponnen. Ich sag nur Aquaman, das ist sehr lustig, der geht mit ihr durch einen sehr interessanten Austausch, der sich auf verschiedene Arten am Ende auch entlädt. Also das fand ich sehr, sehr witzig, muss ich sagen. War aber auch meine Highlights und vielleicht gibt es schon ein bisschen vorweg, dass ich mich auf den Band sehr gefreut habe und jetzt unsicher bin, wie ich ihn dann wahrnehme. Also meine Erwartungshaltung war relativ hoch, das ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Und es hat ja trotzdem Jeff Lemire geschrieben, also es ordnet sich ganz gut ein. Es ist nur so, dass es irgendwie ist es unnötig dann doch auch. Also es ist Fanservice und es macht irgendwie auch Spaß und ich nehme auch ganz schamlos gerne Fanservice mit. Kann gerne auch mal, gutes Beispiel wäre Infinity War im MCU, ja, ist ein Film, der nur aus Fanservice besteht, auf Kosten der Story und der Charaktere. War mir aber egal, ist mir auch hier irgendwie egal, macht schon ein bisschen Spaß, aber ich hätte mir dann doch gewünscht, dass es ein bisschen mehr mit dem verzahnt wäre, was da eigentlich passiert. So ist es dann eine Episode, die spielt eigentlich relativ direkt nach dem ersten Band von Black Hammer und der ist aber inzwischen mit 4 Hauptbänden und nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Spin-Offs eigentlich schon ziemlich lange abgeschlossen. Und es wird dann aber quasi innerhalb des Black Hammer-Verse, ja, konsequenterweise nie wieder Bezug hier drauf genommen, obwohl das eigentlich relativ krass ist. Also auch für das, was die Helden durchmachen, also auch um was sie hier erkannt haben, was möglich ist eigentlich. Das sind Sachen, die wären auf jeden Fall nochmal zur Sprache gekommen. Dadurch ist die ganze Story dann nicht sehr kohärent und das ist, was ich meine damit, dass es ein bisschen überflüssig einfach ist. Trotzdem ist es kein schlechter Band. Ich gebe 7,5 von 10 Punkten dafür, weil es durchaus Spaß gemacht hat. Ich ziehe aber gnadenlos nochmal 2 Punkte ab für diese Rückengeschichte. Deswegen 5,5 von 10. Obwohl ich die Story eigentlich ganz geil fand und sie trotz mangelnder Kohärenz gut ins Black Hammer-Verse passt. Für DC, also aus DC-Sicht ist das ganz klar eine Elseworld-Geschichte. Aber das geht gar nicht. Das
geht mir so auf den Keks, ehrlich. Naja, trotzdem ein guter Comic und wenn euch das nicht stört, dann kauft euch das und alle Black Hammer-Fans stellen sich das Ding eh ins Regal, wissen wir ja alle. Aber ich wünschte wirklich, daran wäre gedacht worden. Naja, man kriegt eben nicht immer alles, was man sich wünscht. So, der letzte gelesene Band für heute ist dann auch der dickste Band und der dreckigste. Nicht unbedingt, weil er irgendwie nicht schön sauber wäre oder so, sondern weil der Inhalt dirty, dirty, dirty ist. Und zwar reden wir von Hellblazer. Das ist die Deluxe-Ausgabe aus dem Hause Panini Comics Deutschland. Die ist wirklich schick. Es gibt 2 Stück davon. Die erste habe ich mir jetzt mal in aller Ruhe zu Gemüte geführt. Denn tatsächlich hatte ich einige Hefte von Garth Ennis' Take auf John Constantine gelesen, aber noch nicht das ganze Werk. Freue mich also auch sehr auf den zweiten Band, wo ich noch mehr nicht kenne. Hier kannte ich vielleicht 30%. Ich kannte 2 Storylines sozusagen. Und ja, was kann man groß sagen dazu? Konstantin, wenn er gut geschrieben ist, ja, ist dreckig. Der ist wirklich so zwielichtig und er ist ein Gauner und ein Schlitzohr und der hat das Herz zwar gerade so am rechten Fleck, aber er ist eigentlich kein wohlmeinender Anti-Held, wie ihn viele schreiben, wie ihn zuletzt auch Simon Spurrier geschrieben hat. Wir hatten gerade vorhin schon Disenchanted 2 von ihm hier in der Comic Stage. Das hat er super geschrieben. Konstantin kann der Mann gar nicht schreiben zum Beispiel. Aber Garth Ennis kann das. Garth Ennis kann das sehr gut und vor allem, wenn er mit Steve Dillon zusammenarbeitet, was im späteren Verlauf der Storys dann der Fall sein wird, ist er extra gut. Daher so oder so ganz klare 9/10 Punkten, ja, für diesen supergeilen Band. Ja, wirklich schicke Aufmachung, sehr, sehr toller Inhalt. Der Garth Ennis Take ist legendär und ist eigentlich Pflicht für jeden, der es haben will. Hier hat man mal so diese ganz essentiellen Takes auf Konstantin drin, finde ich super. Deswegen für alle Fans ein absolutes Must-Have und ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Klare Empfehlung an euch. Wer sich dafür auch interessiert, findet alle Videolinks hier unten in der Videobeschreibung. So, dann haben wir nochmal 2 Einträge aus der Rubrik Marvel US Omnibusse, die jetzt in der vergangenen Woche bei mir eingetrudelt sind. Einmal habe ich mir Starlins und Hickmans Infinity sichern können als Marvel US Omnibus. Freue ich mich darauf. Ist kein Essential. Also ist kein Omnibus, den ihr unbedingt haben müsst. Da betreibt ihr auf jeden Fall Double Dipping, wenn ihr den Infinity Band separat habt. Also es gibt noch eben den reinen Infinity Band, wo wirklich nur das Event Infinity drin ist. Nur von Hickman geschrieben dann sozusagen. Und es gibt natürlich die Infinity Gauntlet, 3 Bände sind das, glaube ich. Infinity Quest, glaube ich, oder? Gauntlet und War, glaube ich. Müsste ich nochmal genau nachschauen, aber es ist quasi kein Teil separat der offiziellen Infinity Omnibusse. Ist in dem Fall sozusagen eine Zusammenstellung aus 2. Es ist drin, kann ich euch sagen, Infinity Gauntlet 1-6, Infinity 1-6, New Avengers 7-12 und Avengers 14-23. Also ihr seht schon, ne? Das sind so Auszüge. Es ist die Main Story Infinity und die Main Story Infinity Gauntlet drin, aber es ist nicht quasi comprehensive jeweils der Omnibus dazu. Wenn ihr da wiederum die jeweiligen Omnibusse kauft, habt ihr das ja drin. Ich hatte trotzdem Bock drauf, dazu mal ich gestehen muss, dass ich den sehr, sehr günstig bekommen habe. Den konnte ich sogar lokal hier abholen, bin ich schnell vorbeigeflitzt, habe ihn geholt. Sonst hätte ich den ausgelassen, aber in dem Fall trotzdem ein schöner neuer Schatz in meiner Sammlung. Und dann habe ich ebenfalls wirklich auch, das war fast schon so ein Spaß meinerseits, also ich habe einen wirklich fast schon unverschämt niedrigen Preis für mein Kaufinteresse an diesem Band ausgedrückt und habe ihn dann aber dann doch auch dafür bekommen und habe ich dann halt mitgenommen. Da habe ich einmal Matt Fractions Fantastic Four hier und da haben wir drin Fantastic Four 1-16. Und die Nummer 5, das Annual, Fantastic Four 1-16, dann aus dem nächsten Volume und Material aus dem Marvel Now Point One. Von Matt Fraction geschrieben mit Carl Kessel, der es gezeichnet hat, und Lee Allred, illustriert von Mark Bagley und Mike Allred mit Raffaele Lancio und Joey Quinones. Das ist der 2012er Run, meine ich, auf die Fantastic Four und war für mich einfach so eine Komplettierungsfrage. Der größte F4-Fan der Welt bin ich nicht, ich stehe eher auf Doom. Ich hoffe, ich habe so random hier richtig in die Gegend getippt, das weiß man ja immer nicht. Und deswegen für mich immer gut, viel Doc Doom, bisschen Fantastic Four, naja, in Omnibus-Form, okay. Für einen sehr, sehr fairen Preis, daher auch sehr gerne mitgenommen, muss ich sagen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Also auch immer eine Empfehlung, wenn ihr den in die Finger kriegt, müsst ihr aber nicht allzu viel für zahlen, der ist jetzt nicht selten oder out of print oder so.
Ja, das war die heutige XXL Comic Stage. Wir hatten jede Menge Comics und eine ziemlich coole Miniatur von unseren Homies von Yedaro Models. Lasst mich hier unten in den Kommentaren wissen, was ihr von der heutigen Ausgabe haltet. Hattet ihr Comics dabei, die ihr selber schon habt und die ihr schon gelesen habt? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Stimmt ihr meinen Einschätzungen ungefähr zu oder seht ihr das ganz anders? Haut mir unten in die Kommentare auch, welche Comics ihr euch gönnen wollt, welche ihr mir vielleicht empfehlen könnt. Ich bin ja auch immer offen. Sammelt ihr auch Marvel US Omnibusse? Malt ihr gerne Miniaturen? Wollt ihr mehr von Miniaturen-Content auch hier auf dem Kanal sehen? Sollen wir auch mal was bemalen oder so? Sagt mir einfach gerne eure Meinung dazu. Ich freue mich immer, mit euch hier unten in den Kommentaren rumzunerden. Als nächste Videos gibt es natürlich dann nächste Woche oder so in 10 Tagen voraussichtlich wieder eine Comic-Stage. Außerdem ist ein Spot-On und ein Recap von einem Marvel-Output in Arbeit. Ich sage es mal nicht mehr, damit mir nicht wieder irgendwelche Ideen geklaut werden. Das kam öfter vor schon, als ihr glauben würdet. Aber man muss eben seine Klappe ein bisschen niedriger halten. Nicht meine Stärke, aber heute schaffe ich es mal. Deswegen bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Alles Liebe weiterhin. Bleibt gesund sowieso momentan. Ja, achtet drauf, wie in euren Bundesländern die jeweiligen Regeln sind und guckt, dass ihr da irgendwie gut durchkommt. Ja, ich drücke euch die Daumen. Mein Name ist Marc. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf und auf Wiedersehen.